Heiligen Geistes. Amen. Gott, der unsere Zeit in seinen Händen hat, er sei mit euch. Mit dem Wunsch für Sie und uns alle, ein glückliches und gesundes neues Jahr Ihnen, euch allen, begrüßen wir Sie zu unserem ersten Gottesdienst im Jahr 2023. Begrüßen möchte ich Bewohnerinnen und Bewohner in den Heimen, Patienten im Spital und alle, die über Livestream mit uns verbunden sind. Ich habe den Gottesdienst unter das Thema Zeit gestellt. Schön, dass Sie zu dieser Feier gekommen sind oder über Funk und Livestream mit uns feiern. Körperlich sind wir jetzt alle da, aber ist auch unsere Seele da oder ist sie noch unterwegs? In einem Lied von Gerhard Schöne wird beschrieben, wie ein junger Mann seinen Vater auf dem Land einen Blitzbesuch abstattet. Der junge Mann klagt über sein kränkliches Leben. Keine Zeit für nichts. Er fragt seinen Vater, der gemütlich auf der Bank sitzt und seine Katze streichen tut, wie denn er so ein ruhiges Leben kann führen. Der Vater gibt ihm zur Antwort: Dann ruhe ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich schaffe, dann schaffe ich. Wenn ich plane, dann plane ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Wenn ich höre, dann höre ich. Der junge Mann meint, ja, das tue ich doch auch. Aber der Vater verneint da und sagt: Nein, wenn du schläfst, dann stehst du schon auf. Wenn du aufstehst, dann gehst du schon. Wenn du gehst, dann isst du schon. Wenn du isst, dann schaffst du schon. Wenn du schaffst, dann planst du schon. Und wenn du planst, dann sprichst du schon. Wenn du sprichst, dann hörst du schon. Wenn du hörst, dann schläfst du schon. Zeit. Haben wir noch Zeit? Ein andermal. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss weiter. Ich kann nicht bleiben. Hab keine Zeit. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich habe keine Zeit. Entschuldigung, ich muss Geld verdienen. Ich habe keine Zeit. Zeit, wir hatten sie, doch wer hat sie heute noch? Oft rauscht der Tag an uns vorbei, doch sind wir nicht wir es, die durch den Tag rauschen? Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir reden mit vielen Menschen, aber achten nicht mehr auf die einzelnen Worte. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Viele Eltern haben keine Zeit mehr für ihre Kinder und Jugendlichen und die Jugendlichen keine Zeit mehr für ihre Eltern. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir singen
im Kirchengesangsbuch, Lied Nummer 67, O Herr, nimm unsere Schuld, 1-3. Lasset uns beten. Herr, du hast uns die Zeit gegeben. Alle Zeit, die du uns gibst, gehört eigentlich uns. Manchmal vergeuden wir die Zeit, schlagen sie tot und erkennen nicht, dass Zeit ein Geschenk ist, das weitergegeben werden muss. Herr, gib uns Geduld, sinnvoll mit unserer Zeit umzugehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hey Schatz, ich bin's. Es wird heute wieder später. Ich muss noch zu einer Besprechung. Ja, ich weiss, dass es schon das dritte Mal ist in dieser Woche. Es tut mir leid. Bis dann. Verflixt. Ich muss ja noch für die Schule morgen üben. Alles für spätere Leben. Aber ich möchte jetzt leben. Jetzt mich mit meinen Freundinnen treffen. Faulenzen, Volleyball spielen und. Aber keine Zeit. Lernen, lernen, lernen. Alles alleine machen zu müssen. Mittags kochen, dann aufräumen, einkaufen, waschen, bügeln, putzen, den Kindern bei den Hausaufgaben helfen. Ich habe keinen Bock mehr. Abends liege ich dann tot im Bett. Keine Minute für mich. Immer schneller läuft die Zeit uns davon. Können wir Schritt halten, müssen wir
Schritt halten. Kennst du noch die Frage, was mache ich heute? Wann hast du dein letztes Buch gelesen? Schaffst du es, Hausaufgaben zu machen ohne Musik und Fernseher? Wann habt ihr das letzte Mal zusammen Nacht gegessen? Du kennst das Computerspiel Forge of Empire? Kennst du auch noch Monopoly? Du warst in Florida? Kennst du schon das St. Galler Oberland oder das Appenzellerland? Früher hat man gearbeitet, um zu leben. Heute leben wir, um zu arbeiten. Warum sind wir so hektisch? Warum haben wir keine Zeit? Gibt es keine Haltepunkte? Es gäbe doch den. Bei Gott gibt es keinen Leistungs- und keinen Zeitdruck. Vom Lied 349 singen wir die Strophe 1, 7 und 10. 349, 1, 7, 10. Es ist für uns eine Zeit angekommen.
Jesus hatte für sein Wirken nur 3 Jahre Zeit. 3 Jahre erfüllte Zeit, Zeit für Ruhe. Wenn sich Menschen um ihn drängten, wenn er gepredigt und geheilt hat, zieht er sich zurück. Und er stieg allein auf einen Berg und betete. Und den Abend war er allein. Zeit zum Helfen. Wenn Menschen in ihrer Not alleine gelassen wurden, wenn Tradition, Vorschriften und gute Sitte das Helfen verbot, kümmerte er sich um die Notleidenden. Und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, und er machte sie gesund. Zeit für Kinder. Wenn sich Erwachsene groß aufspielten, wenn Kinder nichts zu melden hatten und zu kurz kamen, stellte er sich auf die Seite der Kinder. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt sie nicht ab. Lernt von den Kindern, wie erfülltes Leben aussieht. Und er drückte sie an sich, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Zeit für Versöhnung. Wenn Hass und Geringschätzung Menschen entzweite, wenn Menschen nur an ihren eigenen Vorteil dachten, rief er ihnen zu: Hör auf, deinen Bruder einen Nichtsnutz zu schelten. Lass ab von frommen Sprüchen und frommem Getue. Geh hin und versöhne dich als erstes mit deinem Mitmenschen. Zeit für Menschlichkeit. Wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, wenn jeder nur darauf achtet, dass er selbst am Drücker ist, handelt er so, dass sichtbar wird: Die beste Zeit ist die, wenn ein Mensch dem anderen ein Mitmensch wird. Thank you.
Auch Jesus kannte Stress. Der Herr sei mit dir. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan haben. Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren, und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange: Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die beste Zeit ist die, wenn ein Mensch dem anderen ein Mitmensch wird. Haben wir vor dem Evangelium gehört. Ja, stimmt das? Und stimmt es überhaupt, dass wir keine Zeit haben? Ich lese, dass der Durchschnittsbürger täglich 3 Stunden pro Tag vor dem Fernseher sitzt. Oder wie viele Stunden sitzen Kinder und Jugendliche am Computer? Wer zu einem Sportverein, zu einem Konzertabend oder zu einer Party will, bekommt spielend seine Stunden zusammen. Also, Zeit ist genug da für den, der etwas will oder für wichtig hält. Die beste Zeit ist die, wenn ein Mensch dem anderen ein Mitmensch wird. Die freie Zeit, die mir zur Verfügung steht, investiere ich in Beziehungen, in Freunde und Gemeinschaften und nicht zuletzt in die Familie. Gelebte Nächstenliebe. Die beste Zeit ist die, wenn ein Mensch dem anderen ein Mitmensch wird. An dieser Stelle möchte ich einen Dank aussprechen all jenen, die ihre Zeit im vergangenen Jahr so sinnvoll eingesetzt haben, so dass es einem anderen Menschen besser gehen konnte. Nicht zuletzt auch hier in unserer Pfarrei. Es gäbe da so viele unter uns zu erwähnen. Vergelt's Gott vielmal.
Wir möchten jetzt unsere Bitte vor Gott tragen, nach Möglichkeit, wenn wir dazu aufstehen. Wir rufen zu dem, der halten und tragen will. Herr, unser Gott, hilf den Menschen, Zeit zu finden, damit sie die einfachen Dinge wieder entdecken. Einen Händedruck, ein Lächeln der Stille in der Kirche, ein paar Blumen, eine offene Tür, vor allem die Familie. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, hilf besonders den Menschen, die die Last des Lebens tragen, die verringernde Zeit nicht krampfhaft und unglücklich festzuhalten, sondern im Hier und Jetzt zu leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, hilf uns allen, Zeit zu finden zum Ausspannen und zum Verweilen, damit wir wahrnehmen, wie wertvoll jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeder Tag ist, den du uns schenkst. Wir bitten dich, erhöre uns. Gestern um 9.34 Uhr ist der emeritierte Papst Benedikt verstorben. Er hat seine Zeit der Kirche geschenkt, durch sein Wirken, durch sein Leben. Wir wollen dankbar sein für all das, was er unserer Kirche geschenkt hat, und bitten dich, liebender Gott, nimm ihn auf in dein Reich. Wir bitten dich, erhöre uns. Darum bitten wir durch den, der seine Zeit für uns dahingab, durch Christus, unseren Herrn. Amen.
mit diesen Gaben von Brot und Wein, nimm uns selbst an und unseren guten Willen, mit der geschenkten Zeit verantwortungsvoll umzugehen und sie in Ewigkeit zu verwandeln, im Vertrauen auf deine Liebe. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Das große Lobgebet lassen wir dann ausklingen. Lied 175, großer Gott, wir loben dich. Strophe 1 und 3. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es gut und richtig, dir, treuer Gott, zu danken, gerade jetzt am Übergang von einem Jahr zum anderen. Wir danken dir für die Zeit, die du uns gegeben hast und für die Zeit, die du uns noch schenkst. Wir sind dankbar für alles, was uns im vergangenen Jahr Mut gemacht hat. Wir hoffen auch im neuen Jahr wieder auf Menschen, die uns hilfreich zur Seite stehen. Besonders danken wir dir für Jesus, deinen Sohn, der uns einlädt, in seine Nachfolge zum Sinn des Lebens zu finden. Wir danken dir für den Frieden, den er in deinem Namen in die Welt gebracht hat, für den wir als Getaufte heute eintreten dürfen. Mit allen Menschen, die an dich glauben, mit allen Engeln und Heiligen, singen wir das Lob deiner göttlichen Herrlichkeit. Treuer Gott, wir wollen dich loben, weil wir glauben, dass du auch unsere Zeit in deinen Händen hältst, dass unsere Lebenszeit in dir aufgehoben ist. Als die Zeit erfüllt war, hast du deinen Sohn Jesus Christus gesandt, der seine Kraft und sein Leben um deiner Botschaft willen den Menschen geschenkt hat und dafür sterben musste. In seinem Namen und Auftrag sind wir jetzt vor dir versammelt, um in Erinnerung an ihn das Brot zu brechen. Wir bitten dich um die Kraft deines Geistes, damit im Teilen des Brotes Jesus Christus unter uns gegenwärtig wird.
Er hat uns aufgetragen, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht vor seinem Leiden nahm Jesus beim Mahl das Brot und sagte dir Dank. Er brach es und erreichte es seinen Freunden mit den Worten, nehmt und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch mit Wein. Er dankte wiederum, reichte den Kelch den Seinen und sprach, nehmt und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist ein Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ja, guter Gott, seit der Auferstehung Jesu feiern wir dieses Mal, damit es uns Kraft und Zuversicht schenken kann. In unserer Menschengeschichte, die voll ist von Tätern und Opfern, voll von Streit und Freundschaft, von Glück und Verzweiflung, von Enttäuschungen und Hoffnungen. Wir denken an Jesus Christus, deinen Sohn, der in einer zerrissenen Welt Menschen den Weg zu einem erfüllten Leben gezeigt hat, der den Weg zu dir gegangen ist. Vor dir, Gott, denken wir in Stille an das vergangene Jahr und bitten für das Neue. Wir bitten dich, heiliger Vater, um die Kraft deines Geistes, damit wir den Mut haben, die Zeit, die vor uns liegt, zum Wohl der Menschen und so zu deiner Ehre zu nutzen. Denke an deine Kirche, damit sie deine frohe Botschaft glaubwürdig und von deinem Geist geleitet den Menschen verkünden kann, den verschiedenen Zeiten des Jahres, den unterschiedlichen Rhythmen des Lebens, am Sonntag und im Alltag, in Freud und Leid, vom Anfang bis zum Ende des Lebens. Wir bitten für alle Menschen guten Willens, für jene, die besondere Verantwortung tragen in den christlichen Kirchen und in den verschiedenen Religionen. Wir bitten für den Bischof von Rom, Papst Franziskus, für unseren Bischof Markus, für alle Bischöfe unserer Kirche und für alle Menschen, die mit uns glauben. Guter Gott, schenke dein Erbarmen allen unseren Verstorbenen. Wir beten für den verstorbenen Papst Benedikt. Wir beten auch für Walter Ziegler und Hedi Müllener-Sutter, deren drittes Gedächtnis wir heute begehen. Wir beten für Philipp Bachmann, Theresia Mehli-Weiß, Carlo Kratter, Hans Zeller-Sutter und Maria Vagnone Giacometti, deren Jahresgedächtnis wir heute begehen. Wir beten für die friedlich Entschlafenen und den Ermordeten, den Verhungerten und denen, die durch Unfälle und Katastrophen und durch Krieg zu früh aus dem Leben gerissen wurden. Lass uns daran glauben, dass du ihnen allen
Anteil an deinem Leben in Herrlichkeit gibst. Treuer Gott, wenn unsere eigene Zeit einmal zu Ende ist, erhoffen wir von dir das Geschenk unvergänglicher Freude und ewigen Friedens. Lass dann jede und jeden von uns bei dir ganz und für immer geborgen sein, zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, mit den Aposteln Petrus und Paulus, mit allen Heiligen und Gläubigen, mit denen wir dich loben und preisen, durch Jesus Christus, durch den du uns Leben in Fülle schenkst. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, bewusst wahrzunehmen und ihnen dabei den Frieden Gottes zu wünschen. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Singen wir das Lied 337.
so seht und erkennt Jesus, unser Bruder und unser Herr. Er ist hier. Er hat Zeit für uns. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele, kommt alle zu mir, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch Zeit schenken.
Herr meiner Sekunden, Minuten, Stunden und Jahre. Du hast mir viel Zeit gegeben. Sie liegt hinter mir, sie ist mit mir und sie liegt vor mir. Sie war mein und wird mein und ich habe sie von dir. Ich bitte dich nicht, mir mehr Zeit zu geben. Ich bitte dich aber um viel Gelassenheit, jede Stunde zu füllen. Ich bitte dich, dass ich ein wenig von der Zeit frei halte, von Befehl und Pflicht, Stress und Arbeit. Ich bitte dich um Zeit für Ruhe, für Geborgenheit und für Menschen, die abseits stehen, aber auch für die Menschen, die mir nahe stehen. Ich bitte dich um Sorgfalt, dass ich meine Zeit nicht verschwende. Herr meiner Stunden und meiner Jahre, segne du meine Tage. Wir singen das Lied im Kirchen, Gesangsbuch 356, Strophe 1 bis 3. Sei Dank und Lob gesungen,
nicht nur in den Himmel rauf, sondern auch in die Emporen rauf. Ganz herzlich vergelt's Gott für das wunderbare Trompeten und Orgelspiel an Michael Vogel und auch fürs Singen von Barna Kovac. Ganz herzlich vergelt's Gott auch allen, die etwas beitragen haben zu unserem festlichen Gottesdienst. Jetzt hoffentlich nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit. Zeit für ein Apero. Um uns auch gegenseitig das gute Jahr zuzuprosten und auch zu wünschen. Anschluss jetzt an dem Gottesdienst ins Pfarreiheim sind alle ganz herzlich eingeladen. Am Mittwoch, am 4. Januar, am 9. ist noch ein Stiefier. Um 16.30 Uhr ist die Sternsinger-Aussendung. Donnerstag, 5. Januar, am 2. ist Spiel- und Jazznachmittag in der Pfarreistube. Am 5. ist Ruhrkaffee in der Kulturwerkstatt Kasernenstrasse 39a. Freitag, am 6. Januar, am Dreikönigstag, ist Herz Jesu Freitag, vom 9. bis am 11. und vom 6. bis am 7. eucharistische Anbetung in der Unterkirche und am 4. ab 7. Eucharistiefeier mit Aussetzung vom Allerheiligsten auch in der Unterkirche. So bitten wir jetzt Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Unser Gott, dem kein Weg fremd ist, gehe mit uns. Er stärke unseren Mut und führe uns sicher, wenn wir jetzt in ein neues Jahr aufbrechen. Er schenke uns ein feines Gespür und ein offenes Herz für Menschen, die unseren Weg kreuzen, für das, was sie traurig und froh macht. Er bestärke uns in Zeiten der Ruhe und schenke uns Kraft für unseren weiteren Weg. Das gewähre uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Allen gesegnetes Jahr und gehen wir im Frieden.